Der Name des Programms, die 5-7, ist ein Riesenthema in der Tarkov-Community und es gibt haufenweise Videos, die die Waffe in den Himmel loben. Und heute wollen wir uns anschauen, was ist wirklich dran und wie gut ist die 5-7 wirklich. Und um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, fangen wir wie immer damit an, wie gut kann man denn die Waffe modden. Und es ist eine Pistole, also ja, Erwartungshaltung entsprechend nicht besonders hoch, aber man kann schon ziemlich beeindruckende Builds damit machen, obwohl es eine Pistole ist. Also wenn man sich mit dem Ding nicht fühlt wie ein Geheimagent, dann weiß ich auch nicht. Also ihr könnt zum einen darunter direkt ein taktisches Gerät montieren, dazu gehört auch die Bridge, die ihr eben gesehen habt. Dann könnt ihr den Lauf verlängern, das erlaubt euch wiederum einen Silencer zu montieren und ihr könnt eine Form von Visier aufschrauben. Aber das hat seinen Preis, nur diese Mods kosten alleine 85.000 Rubel. Es gibt M4-Builds, die man spielen kann für das Geld. Also man kann sie modden, aber ich würde es nicht machen. Das bringt uns auch schon zum nächsten Thema, wie erschwinglich ist die 5-7. Nun zum einen kann man die bei Peacekeeper Level 2 traden, und zwar für ein Military Gyro Tachometer, was auch immer das ist. Und ihr könnt die bei Peacekeeper Level 3 kaufen für $272. Jetzt Peacekeeper Level 3, das ist ziemlich spät. Das ist Level 23 mindestens und, well, dann habt ihr den Flea Market. Aber $272 entspricht wieder, wenn wir hier die Diaries angucken, also einfach mehr oder weniger eins davon und dann könnt ihr euch die Gun kaufen. Aber wie schon angesprochen, auf dem Flea Market ist die etwas günstiger, normalerweise so um die 20.000-25.000 Rubel. Also ich finde sie nicht so günstig für eine Pistole. Was aber super günstig ist, ist die Munition. Denn die SS-190 ist eine richtig gute Kugel. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, keine Sorge. Und die kostet nur $3,38. Das ist verdammt wenig. Also wie schon angesprochen, schauen wir uns doch mal die Kugel an. Und die 5-7 ist ein echt gutes Kaliber. Schauen wir uns auf dem Graph an, wie immer. Wir sehen hier, dass die SS-190, die wir eben angesprochen haben, die hat fast 40 Penetration. Das ist heftig und macht genug Damage, dass man mit zwei Schüssen jemanden in Thoras töten kann. Und eben, diese $3,38 sind umgerechnet nur 410 Rubel. Also die Munition, der Wahnsinn. Daran scheitert es bestimmt nicht. Aber schauen wir uns jetzt an, zusammen, die Munition und Waffe, wie gut performen sie denn auf Close Medium Range. Und hier muss ich ganz klar sagen, die 5-7 ist nicht besonders gut auf Close Range. Ich weiß, das wird jetzt viele schockieren und die Hate-Kommentare gehen wahrscheinlich schon los, aber man muss das einfach mal nüchtern betrachten. Die 5-7 eine Pistole, hoher Rückstoß mit 320, das heißt, das Spread ist ziemlich groß. Der MOA-Wert ist ziemlich groß, heißt, das Spread ist noch größer. Und wenn ihr jetzt auf Close Range gegen jemanden fightet, der ein SMG hat, eine Shotgun hat oder ein Sturmgewehr, dann seid ihr einfach massiv im Nachteil. Ja, kein Wunder, es ist eine Pistole. Also auf wirklich Close Range müsst ihr euch irgendeinen taktischen Vorteil erarbeiten oder halt einen guten Angle haben, denn sonst habt ihr damit nicht besonders gute Chancen. Und das Argument, du musst nur den Kopf treffen, ja, dann brauche ich aber keine 5-7, dann kann ich auch eine PM-Pistole spielen. Weil das geht mit jeder Gun. Man kann jeder Gun den Kopf treffen, das macht die Gun nicht gut. Heißt, auf Close Range müsst ihr einfach damit rechnen, dass ihr öfter mal aufs Maul kriegt. Viel besser finde ich die 5-7 auf Medium Range. Sie hat eine sehr hohe Ergonomics, das heißt, ihr könnt einen sehr schnellen Peak machen mit der Waffe und versuchen, diese wunderschönen Headshots zu landen. Denn die Munition fliegt so gut wie durch jeden Helm durch und wenn sie vier Rüstungen tragen, reichen zwei Schüsse in den Thorax und die fallen um. Und da ihr relativ schnell und mobil seid mit einer Pistole in der Hand, ist das definitiv die bessere Strategie, als auf sehr Close Range zu gehen und jemanden mit einem SMG direkt ins Gesicht zu gucken. Heißt also, ich würde mit dieser Waffe Häuserfights vermeiden, aber draußen könnt ihr sehr gut navigieren und euch ein paar gute Spots aussuchen. Also wenn ihr in einen Fight geratet, müsst ihr sofort gucken, dass ihr irgendwie eine Posi einnehmen könnt, mit der ihr nicht gezwungen seid, im Offenen gegen irgendeine vollautomatische Waffe zu bestehen. Denn das ist verdammt schwierig. Also Ecken, High Ground, irgendwas, wohin ihr euch verstecken könnt, ideal. Dann schauen wir uns an, wie performt die Waffe denn auf längere Distanz. Und ja, es ist eine Pistole. Die ist verdammt gut für eine Pistole, auch weil die SS-190 verdammt gute Kugel ist. Und das Ding fliegt mit fast 700 Meter die Sekunde. Das ist extrem schnell. Besonders im Vergleich zu anderen Pistolen. Zum Beispiel, wenn man die P226 nimmt mit AP-Munition, da fliegt die SS-190 ein Vielfaches schneller. Aber die 5-7 hat einen MOA von 8,25. Natürlich, der Lauf ist ziemlich klein.
Das heißt, auf 100 Meter habt ihr einen Spread von etwa 24 cm. Das ist ein ordentlicher Spread. Na klar, ihr wollt mit einer 5-7 wahrscheinlich auf 100 Meter schießen, verständlich. Und wenn ihr das Iron Sight drauf habt, habt ihr damit auch schon die Limitierung. Aber ich muss sagen, für eine Pistole sehr gut auf höhere Distanz. Im Vergleich zu anderen Waffen im Spiel, naja, eher unterdurchschnittlich. Aber eben, ist irgendwie klar, es ist schließlich eine Pistole. Aber ich denke, es reicht, um die meisten Gegner, die ihr sonst so auf dem Feld habt, zumindest abzuwehren. Ich würde euch jedoch nicht empfehlen, mit der Waffe höhere Distanzfights einzugehen, denn die werdet ihr höchstwahrscheinlich verlieren. Jetzt zum Fazit. Das klang ja alles irgendwie ein bisschen niederschmetternd und negativ. Nun, ja. Ich habe die Waffe wirklich ausführlich getestet über viele, viele Stunden. Und mein Fazit dazu ist einfach, ich finde sie overrated. Es ist definitiv eine der besten Pistolen im Spiel. Aber es ist halt immer noch eine Pistole und Pistolen sind halt einfach schlecht. Und das Budget-Argument sehe ich persönlich auch nicht. Weil wenn wir jetzt schauen, wenn ich mir eine 5.7 kaufe mit einem Magazin, mit 40 Schuss SS-190 bezahle ich umgerechnet etwa an die 60.000 Rubel. Und für 60.000 Rubel kann ich eine AK mit Igolnik spielen, eine Weapon Hunter mit M80 vollpacken, eine Kel-Tec spielen, eine MP7 oder MP9 spielen, ein Budget SMG-19 mit AP und. Die Liste ist unglaublich lang, was ich mit 60.000 Rubel alles machen kann. Natürlich das Argument, ja, ich habe zu viel Dollar, ich muss Dollar irgendwie loswerden. Aber mit Dollar, die meisten Waffen-Attachments sind für Dollar verfügbar. Also, meine Dollar gehen immer relativ schnell runter für Visiere, für Laserpointer und so weiter. Aber wenn ihr zu viel Dollar habt und das unbedingt machen wollt, why not? Ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Also, wo sehe ich eine 5.7? Ich persönlich sehe die 5.7 jetzt vielleicht, wenn man halt wirklich Money Runs macht. Jetzt zum Beispiel auf Reserve findet man sehr häufig Waffen rumliegen. Und wenn man natürlich eine 5.7 spielt, kann man zwei davon mitnehmen. Das wäre so ein Vorteil. Auch kann die 5.7 ganz gut sein, wenn ihr halt hauptsächlich PvE betreibt, wenn zum Beispiel Labs geht und halt nur die Raider farmen wollt. Also sobald Spieler kommen, seid ihr natürlich am Arsch. Aber wenn ihr nur gegen Raider fightet, ist es halt eine wirklich super Möglichkeit wieder, weil ihr zwei Waffen mitnehmen könnt. Oder sonst bei Stash Runs allgemein, wenn ihr wirklich nicht viel PvP erwartet. Das sind so die Bereiche, wo ich eine 5.7 sehen würde, aber ich würde sie auf keinen Fall empfehlen für PvP. Und zur Abschlussfrage, warum ist die dann in so einem Hype? Ich denke, die 5.7 hat so einen Hype nicht, weil sie besonders krass ist, sondern weil es einfach ein richtig tolles Gefühl ist, wenn man als Underdog mit nur einer Pistole halt irgendwas Dickes erlegen kann. Ich denke, das ist der Grund, warum wir so viele Videos und so weiter sehen, weil es einfach ein tolles Gefühl ist. Ich habe es ja selber auch erlebt. Wenn man mit sowas Kleinem sowas Großes erbeutet, das fühlt sich einfach cool an. Ich denke, das ist der Grund, warum wir so viele Videos und Empfehlungen zu dieser Waffe sehen. So, und das war's auch schon zu der 5.7. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten lasst mir einen wunderschönen Hate-Kommentar da. Abonniert für mehr und wenn ihr Bock habt, mal bei Twitch vorbeizuschauen, Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.